So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir die Nine Deaths Challenge gemacht. Jetzt versuchen wir uns mal hier bei der Dark Was the Night Challenge. Ich habe die Kati jetzt auch hier im Skype, während ich hier die Aufnahme mache. Falls man es noch nicht gemerkt haben sollte. Ja, was ist bei der Challenge jetzt anders als bei den anderen? Wir starten hier mit so einer eingeschränkten Map. Wir sehen die nämlich nicht. Das heißt, wir laufen hier komplett im Dunkeln rum. Das heißt, wir müssen uns die Räume komplett merken. Ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Wir haben 8 Ebenen. Es gibt einen Goldraum in jeder Ebene. Es gibt natürlich auch Shops und Sündenräume. Aha. Ja, die Kati. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles so wie beim Alten. Haben wir direkt hier einen Goldschlüssel gefunden. Ah, da ist der Goldraum. Sehr schön. So. Wollen wir mal gucken. Ah, der Deck of Cards. Ja, mit dem Deck of Cards können wir uns immer alle paar Räume so eine Karte, so eine Tarotkarte machen. Das ist jetzt zum Beispiel so Sun. So Sun heilt uns komplett voll und macht den Gegnern Schaden in dem Raum. Ich glaube, der Schaden ist zufallsbedingt. Ist auf jeden Fall eine super gute Karte. Sollten wir uns auf jeden Fall noch aufheben. Envy teilt sich nach einer Zeit immer auf. Sollte man, wenn es geht, immer nur einen kleinen machen. Sonst fliegen hier nachher zu viele kleine davon rum. Dann kriegt man ein bisschen Probleme. So. Komm schon. Die werden natürlich auch schneller, wenn die kleiner werden. Wie man schon gesehen hat. Ah. Komm schon. Ja, der Schubdawup ist eigentlich auch ein cooles Item. Damit machen wir so einen Laserstrahl in eine beliebige Richtung, wo wir hinzielen halt. Ist eigentlich ganz cool. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier haben wir noch einen Kartenraum. Ja, der Buch der Schatten. Der Buch der Schatten macht uns für 5 Sekunden unbesiegbar. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Weil das ist, finde ich persönlich, eines der besten Items hier überhaupt. Weil wir damit 5 Sekunden lang nicht angegriffen werden können. Und einfach reinrotzen können. So, der erste Boss ist Headless Horseman. Headless Horseman ist so ein zweigeteilter Boss. Einmal so ein Ich weiß es, Pferd. ein Pferd ohne Kopf. Nee, ein Nein. Reiter ohne Kopf. Nein, ein Reiter mit Pferdekopf und ein Kopf, der fliegt. So, Damn. der Reiter macht hier immer so eine Pfütze, da sollte man nicht reingehen, so einen riesen Ball, den sollte man ausweichen. Und dieser Kopf, der charged und schießt ab und zu mal so Kügelchen. Jetzt können wir mal eben unser Buch benutzen. Können wir uns hier unsichtbar machen. Kurze Zeit sollte man natürlich, wenn es geht, dann nicht in der Suppe stehen, wenn das hier gleich fertig ist. Boah. Die Kugel macht noch ein ganzes Herz an Schaden, das heißt, dann sollte man sich, wenn es geht, auch nicht treffen lassen. Ist auf jeden Fall schon einer der schwierigeren Bosse. Jetzt haben wir uns mal kurz geheilt. So. Ja, dann gibt es noch zu sagen, der Boss, wenn wir den getötet haben, man sieht das hier, droppt der automatisch das Pony als Item. Wir sind dann schnell, können fliegen und können das Item auch benutzen, um so einen Pony-Charge zu machen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das lieber mitnehmen sollte als das Buch der Schatten. Muss ich noch einmal überlegen. Aber ich glaube, wir nehmen mal das Pony mit. So, mit dem Pony können wir, habe ich ja gesagt, können wir jetzt einfach durch jeden Fels durchfliegen. Ist eigentlich ganz cool. Wenn wir das benutzen, machen wir nochmal Schaden an den Gegnern. Der Schaden ist aber jetzt nicht so hoch. So, das ist noch ziemlich im. Hält sich noch ziemlich in Grenzen. Harlequin Baby. Ja, das Harlequin Baby schießt so ein Splitshot. Man sieht das hier. Er schießt nicht so gerade Tränenschüsse so wie wir, sondern die splitten sich auf. Ist eigentlich ganz cool. Ist aber auch nicht so mega nützlich eigentlich, das Item. Ach. Dann können wir mit dem Pony natürlich in diese Sündenräume ohne Herz zu verlieren, weil wir am Fliegen sind. Treffen uns diese Dornen am Eingang, an der Eingangstür nicht. Das heißt, wir können uns diese in den Sündenräumen jedes Item auch so holen, ohne Herzen zu bezahlen. So. Können wir eigentlich direkt zum Bossraum gehen. Das machen wir auch mal. Ja, Larry Junior. Ja, Larry Junior ist so ein Wurm.
dem der scheißt hier immer auf dem Boden. Die Scheiße kann man kaputt machen. Die blockt einen auch ein bisschen, aber dat, da wir fliegen können, ist das sowieso unrelevant. Weil wir davon nicht geblockt werden können, wenn wir fliegen. Ansonsten kann der Boss eigentlich nichts. Der kann nur in einen reinlaufen und Schaden machen. Ist eigentlich einer der einfachsten Bosse hier überhaupt im Spiel. Sollte man sich eigentlich nicht von treffen lassen. Sehr schön. Ja, was hat der Boss gedroppt? Die Box. In der Box sind zufallsbedingte Items drin. Zum Beispiel immer eine Tarotkarte, eine Pille, eine Bombe, ein Schlüssel, ein Herz und auch ein Trinket. Der Trinket ist jetzt hier das Safety Cap. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Die Pille war... Okay, die Pille war ein Telepilz. Die teleportiert uns auf einen zufälligen Raum in der Ebene. War jetzt nicht ganz so nützlich. Aber egal. Ich kann hier noch die blaue Kiste mitnehmen. Die blaue Stein. So, dann können wir jetzt wieder zurück. So, die Tarotkarte Judgment. Judgment ist, glaube ich, auch... Genau, dieser kleine Typ. Wir spawnen so einen kleinen Bettler, den können wir Münzen geben, dann gibt er uns dafür Items. Die Münzen, die wir dem geben müssen, sind immer zufällig. Manchmal müssen wir nur eine Münze geben, manchmal auch drei oder vier Münzen. Aber nach einer Zeit spawnt er auf jeden Fall immer so ein Item hier, wie zum Beispiel jetzt dieses Steam Sale Item und verschwindet dann. Also man sollte den eigentlich, wenn man schon mal vorhat, den Münzen zu geben, ja, dem so viele Münzen geben, bis er dann ein richtiges Item spawnt und nicht nur so ein Herz oder eine Bombe. Das sind auch meistens immer nur so vier, fünf Münzen, dann kommt da ein Item bei raus. Die Viecher sind auch ziemlich nervig hier. Kann man nur treffen, wenn die den Schädel hoch machen. War eigentlich ziemlich simpel. So, die schießen nur in eine Richtung immer. Kann man eigentlich ziemlich leicht ausweichen, die Kugeln. Eigentlich ziemlich simpel auch. Aber treffen einen dann doch hin und wieder mal. Ah, das sieht schon wieder, ey. Ah. Sehr gut. Ja, die silberne Münze, der Dime gibt sofort 10 Münzen. Das heißt, wenn man die einsammelt, hat man nicht direkt eine Münze, sondern direkt 10 Münzen. Kommt aber auch ziemlich selten. Dann gibt es noch eine, die gibt 5 Münzen. Kommt schon ein bisschen häufiger vor. So, den Kampfraum können wir mal reingucken. Eine Goldkiste, ja, die machen wir mal auf. Okay, da war jetzt nicht so eine super Ausbeute. Ja, wenn man in den Kampfraum reingeht, hab ich ja schon mal gesagt, dann kann man sich eine Kiste holen, die liegt hier in der Mitte des Raumes rum. Und dann kommen drei Gegnerwellen, gegen die man kämpfen muss. Kann sich manchmal lohnen, aber hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt. Weil die Gegnerwellen natürlich auch immer einem Schaden machen können. Sollte man gucken, ob man das Risiko eingehen will. Also wir haben jetzt ziemlich viele Leben, deswegen kann man das mal ruhig riskieren. Also sogar drei, vier Gegnerwellen sogar diesmal. Komm schon, Kopf hoch. Na. Jetzt hat er uns doch noch getroffen. So, wenn man den Raum geschafft hat, wenn man die Ebene geschafft hat, kommen ab und zu auch nochmal Zufalls-Items. Das ist jetzt aber auch nicht immer so. Also das ist, wie gesagt, zufällig. Manchmal kommen halt gar keine Items. Deswegen sollte man immer diesen Kampfraum eigentlich nur machen, wenn da entweder eine goldene oder eine rote Kiste drin ist. Weil diese grauen Kisten, das lohnt sich dann schon echt nicht. So, was haben wir hier im Goldraum? Das dürfte Mr. Mega sein. Ne, Mr. Boom, okay. Ja, Mr. Boom ist einfach so eine riesige Bombe, die wir hinlegen können. Die macht ein bisschen Schaden. Ist jetzt aber nicht besser als unser Pony. Weil unser Pony... Wir haben auch diesen Speed-Buff von dem Pony. Haben wir natürlich nur, wenn wir das Pony selber ausgerüstet haben. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das Pony mit. Was haben wir denn hier? Book of Revelations. Das können wir einmal benutzen. Da kriegen wir ein blaues Herz. Ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Item, aber braucht auch 6 Räume zum Aufladen. Das heißt, das brauchen wir auch nicht mitnehmen. So, wo müssen wir denn jetzt hier überhaupt hin?
Hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ne. Können auf jeden Fall noch mal im Shop vorbeigucken jetzt hier. Haben wir 31 Münzen, damit können wir eigentlich was Tolles kaufen. Und den Steam Sale haben wir ja eingesammelt, damit kriegen wir 50% Rabatt. Da die Leiter, die brauchen wir nicht. Den Schlüssel nehmen wir mal mit. Die Bombe nehmen wir auch mit. Haben wir genug Münzen. Dann können wir noch mal gucken, ob hier vielleicht der Secret-Raum ist. Ne, dann gehen wir zum Boss. Pestilenz, ja, Pestilenz ist einer der vier Reiter. Ja, der kann eigentlich nichts Besonderes. Der schmeißt ab und zu mal so eine grüne Kugel. Die sollte man natürlich, da sollte man natürlich nicht reingehen oder sich nicht treffen lassen von der grünen Kugel. Da wir fliegen, betrifft uns diese Suppe, die hier auf dem Boden liegt, sowieso nicht mehr. Da sollte man auch nicht drin stehen bleiben, weil die einem Schaden macht. Ab und zu spawnt er dann auch noch so kleine Würmer, die schießen dann immer ein bisschen oder schaden einen an. Ist aber jetzt auch nicht die Welt, also kann man auch ziemlich leicht ausweichen. Ja, dann ab 50% fliegt dann der Kopf ab von dem Reiter und dann schießt er nur noch diese grünen Bälle und spawnt ab und zu mal ein paar Fliegen. Ist aber eigentlich auch nicht so gefährlich, also ist schon einer der einfacheren Bosse. So, jeder der vier Reiter spawnt so ein Cube of Meat, wenn man den besiegt hat. Mit dem Cube of Meat kann man, den kann man auch ausbauen, wenn man den mehrmals findet. Damit macht man einfach, der blockt ab und zu Tränen ab. Und wenn wir mehrere von den Cube of Meats haben, verwandelt er sich dann noch in einen Meat Boy, der ja auch angreift. Aber dafür brauchen wir auch mehrere von den vier Reitern. Also das ist eigentlich also sehr selten, dass man mehrere von den vier Reitern hat. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt auch maximal drei in einer Runde, also muss man schon extremes Glück haben. Ja, manchmal kommen auch so kleinere Bosse wie zum Beispiel Larry Jr. oder Monstro kommen dann auch in normalen Ebenen vor. Die ja ziemlich einfach sind. Da war jetzt sogar die Champion-Version von dem Boss. Das heißt, er macht dann auch ein Herz an Schaden, wenn er uns trifft. Hinterlässt aber auch ein Item, wenn wir den töten. Die Viecher können wir ganz leicht ausrotten. Super Greed. Ja, Super Greed ist auch so einer der sieben Todsünden. Nur halt als verstärkte Version. Nämlich als Super Gear. Schmeißt dann einfach nur, wenn er uns trifft, klaut er uns Münzen. Die liegen dann auf dem Boden rum, die können wir dann wieder einsammeln. Ansonsten spawnt er nur so hüpfende Viecher. Ja, man sieht das hier, zack. Er hat uns jetzt ein paar Münzen geklaut. Wenn wir den besiegt haben, ich weiß gar nicht, ob der uns irgendwas bringt. Werden wir jetzt gleich sehen. Der Red Patch hat man ja gesehen, wenn wir mehrmals getroffen werden in einem Raum, werden wir rot und verursachen mehr Schaden dann für die Zeit, für diesen Raum. Ist eigentlich ein cooles Item. Gerade im Bosskämpfen wird man ja immer des Öfteren getroffen. Kann man das eigentlich schon ganz gut gebrauchen. So. Ja, fallen gelassen hat er nur ein paar Münzen. Also hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. So, und jetzt im nächsten Raum sind wir auch wieder ganz normal. Also haben wir jetzt nicht mehr diesen Effekt vom Red Patch. So, dann gucken wir mal, den Goldraum haben wir auch noch nicht gefunden. So, unser Pony hat, glaube ich, auch 6 Räume Aufladezeit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall bevor... Ne, 5 sogar nur. Wir sollten auf jeden Fall vorm Boss, noch das Pony aufladen. Und diese Würmer sind hier quasi wie Larry Jr. Nach einer Zeit splitten sie sich auf und rennen dann einzeln durch die Gegend. Sind jetzt aber auch nicht so tragisch. Tears up betrifft einfach unsere kompletten Tränen. Wir machen